Wir benötigen hier ein komplettes Umdenken diesbezüglich. Ja. Eine Bereitschaft wieder für Nahrung, für Lebensmittel, die es ja wirklich sind, wieder mehr Geld auszugeben, wieder viel mehr in Qualität zu denken und sich Gedanken zu machen, wie ist das hergestellt worden? Und der Paracelsus hat gesagt, macht die Lebensmittel zu euren Heilmitteln, aber nicht macht die Heilmittel zu euren Lebensmitteln. Exakt. Der Gedankengut-Podcast bietet Raum für Gespräche. Gespräche über Alltagsthemen, die uns immer wieder begegnen und bewegen. In Tiefe und Facettenreichtum betrachtet Wolfgang Gutbillett Impulse und Fragen unserer Zeit im Dialog mit verschiedenen Gästen und Wegbegleitern. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Wir haben heute einen schwierigen Begriff, den wir bewegen wollen. Wie ist das eigentlich mit der Ernährung? Was passiert da eigentlich, wenn wir uns ernähren mit uns und mit dem, was wir zur Ernährung aufnehmen? Und ich freue mich, dass wir Ralf da haben, der aus einer ganz anderen Richtung darüber nachdenkt, als ich darüber nachdenke. Wir wollen diese beiden Richtungen ein bisschen diskutieren und hinlegen. Und ihr müsst selbst wissen, was für euch hilfreich ist oder was für euch ein Bild ist, was euch stärkt in eurem Ernährungsverhalten. Ralf, willst du mal ein bisschen sagen? Gerne, ja. Also erstmal hallo an alle. Mir kommt da gerade ein berühmtes Zitat oder ein berühmter Satz. Der Mensch ist, was er ist. Es gibt ja auch die Frage, die man aufwerfen könnte, oder ist der Mensch, wie er ist? Aber das wäre eine ernährungspsychologische Frage. Wenn ich das mal weiterführen darf, könnten wir sagen, wir sind nicht nur, was wir essen, sondern vor allem auch, was wir verdauen. Das heißt, was wir verarbeiten. Denn das, was ja oft völlig vernachlässigt wird, ist die Fragestellung, wenn ich jetzt etwas zu mir nehme, ob es pflanzlich ist, ob es tierisch ist, dann kann mein Körper das ja nicht einfach assimilieren. Sondern es wird ja vom ganz Groben, grobstofflichen könnten wir auch sagen, immer mehr aufgespalten. Also nehmen wir es mal ganz einfach von der verdauungsphysiologischen Seite. Damit in meinem Zwölffingerdarm überhaupt eine Aufspaltung möglich ist, muss im Vorfeld schon verarbeitet worden sein. Im Mund muss gekaut worden sein, es muss geschluckt worden sein, der Magen muss seine Chemiearbeit geleistet haben, dann der Zwölffingerdarm und dann wird im mittleren Dünndarm resorbiert, wie man so schön sagt. Das heißt also, es findet ein Verfeinerungsprozess statt. Und dann nehmen wir die berühmten Nährstoffe auf, die in unser Blut gelangen und zu den Zellen gelangen und dort zu Energie verstoffwechselt werden. Also auch in der modernen Medizin haben wir dieses Energiemodell. Das ist dann das ATP, Adenosintriphosphat, wie es so schön heißt, was dann Energie beschreibt, in den Mitochondrien gebildet. Und wenn wir das jetzt nochmal weiterführen aus der asiatischen Perspektive, es gibt zum Beispiel in der Ayurveda-Medizin eine sehr schöne Vorstellung, dass eben Nahrung nicht nur grobe Elemente enthält, sondern im Kern eigentlich eine ganz feine Energie. Im Groben haben wir die Zusammensetzung aus den fünf Elementen, die wir auch im alten griechischen Modell haben, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Das sind die fünf Elemente, die auch in Nahrung enthalten sind, die aufgespalten werden in Eigenschaften. Aber das, worum es am Ende eigentlich geht, sind subtile Kräfte, die in Nahrung wirken. Und die nennt man zum Beispiel jetzt in der Ayurveda-Medizin Prana, gibt ein Modell diesbezüglich, Tejas, das kommt von dem Feuerelement, und Ojas, das ist so eine ganz besondere nährende Essenz, also drei feine Energiequellen. Und das Konzept wird viel zu wenig betrachtet in der heutigen Zeit. Ja, ja, und wir betrachten auch gar nicht genug, dass Lebensmittel Ganzheiten sind. Ja. Dass Lebensmittel Ganzheiten sind, um an banalen Beispiel das klar zu machen, wenn ich einen Apfel zerlege, so wie wir das ja heute können, in alle seine kleinsten Stoffe und einzelnen Stoffe, dann habe ich eine große Anzahl von Tiegelchen und Töpfchen. Und wenn ich dann sage, die esse ich jetzt alle, dann kann ich mir überhaupt nicht einbilden, einen Apfel gegessen zu haben. Ja. Das ist was völlig anderes. Ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Es wird auch kein Apfel mehr draus. Ja. Ich kann es nicht mehr zurückentwickeln. Ja. Und es ist eigentlich das, was Goethe sagt, er will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja. Und eigentlich das, was die Welt im Innersten zusammenhält, das ist frei geworden, es ist weg. Ja. Es ist futsch, sozusagen, wenn ich das gemacht habe. Und wenn ich das einzeln esse, dann habe ich lauter Einzelstoffe. Ja. Und alle Lebensmittel, das missachten wir gerne, sind Vielstoffgemische. Ja. Das heißt, sind Vielstoffgemische, deren Mischung organisch zusammengehalten wird. Es ist eben so, dass wenn etwas fault, dass ich dann weiß, dass es organisch war. Ja.
Wenn es nicht mehr fault, ja, dann kann ich es eigentlich auch nicht essen. Ja, und ich glaube, wir können auch unseren Respekt stärken vor der Natur und dem, was die Natur uns schenkt zum Essen. Weil wenn wir dann wiederum den Gedanken weiterführen, was braucht es eigentlich alles an verschiedenen Schritten, bis ein Apfel vom Baum überhaupt gepflückt werden kann, bis ein Lebensmittel, was ich auf dem Teller im Restaurant dann serviert bekomme, überhaupt entsteht. Wie viele Hände sind daran beteiligt? Und da auch wieder einen größeren Respekt, ein größeres Bewusstsein zu kreieren, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Qualität. Weil dieser Respekt ist auch weitestgehend verloren gegangen, weil wir uns gar keine Gedanken mehr darüber machen, sondern einfach zwischen Tür und Angel oder im Bus und in der Bahn oder sonst wo mal schnell was reinschieben. Ja, ja. Und glauben, dass dann die Nahrungsergänzungsmittel das Wesentliche machen. Genau. Und gerade die Nahrungsergänzungsmittel sind Einstoffgemische zum großen Teil. Und eigentlich alle Einstoffgemische sind giftig. Das gilt sogar für Wasser. Wenn ich ganz reines Wasser nehme, also H2O, dann ist das kein Lebensmittel. Ja. Und daran mache ich das dann immer fest, an solchen Eckpunkten, um zu verstehen, dass das, was wir da sagen, nicht ganz so unsinnig ist. Ja. Ja, und diese ganzen Konzentrate, die heutzutage konsumiert werden, von denen wissen wir ja meistens gar nicht, was sie in unserem Körper wirklich tun. Genau. Und gerade in der hohen Konzentration zu sich genommen eben oft auch Nebenwirkungen entfalten können. Also in der alten ayurvedischen Medizin zum Beispiel hat man noch immer die Idee, etwas im natürlichen Zellverbund zu belassen. Ja. Also zum Beispiel Heilpflanzen, wenn wir die mal betrachten, und das kann man auch auf Nahrung übertragen. Heilpflanzen werden ganz klassisch getrocknet und ausgemahlen. Das ist also eine pulverisierte Pflanze. Natürlich wählt man einen Teil, vielleicht die Wurzel, die Blätter, die Blüten, die Früchte, was auch immer. Aber wir haben noch die gesamte Information. Ja. Und es ist eben nicht nur Wirkstoff X, der dann alkoholisch gelöst wird, hochpotenziert, arzneilich dann in eine Kapsel gepresst wird und dann eingenommen wird. Das kann man natürlich zu Heilzwecken einsetzen, weil klar, in der Medizin brauchen wir solche Stoffgemische. Ja, aber das ist, wenn man krank ist. Genau. Aber wenn es um Prävention geht, dann ist das andere wesentlich wichtiger. Und der Paracelsus hat gesagt, macht die Lebensmittel zu euren Heilmitteln, aber nicht macht die Heilmittel zu euren Lebensmitteln. Exakt. Und das ist eine gewisse Tendenz, die sich ergibt. Und ich habe das mal untersucht, weil ich ja aus dem Lebensmittelhandel komme und habe geguckt, wie die Kosten für Nahrungsmittel zurückgegangen sind, von 20 auf 11 und jetzt sogar unter 10%. Ja. Und habe dann untersucht, wie die Kosten für Heilmittel nach oben gegangen sind. Und diese Kurven kreuzen sich. Und wenn man sie addiert, hat sich nichts geändert. Okay. Kann man sagen, also das ist jetzt sehr grob gesprochen, das ist jetzt nicht fein untersucht und das ist keine wissenschaftliche Untersuchung, aber ich habe mal gesehen, dass man das einfach mal zusammen betrachtet und nicht immer isoliert betrachtet. Wir benötigen hier ein komplettes Umdenken diesbezüglich, eine Bereitschaft wieder für Nahrung, für Lebensmittel, die es ja wirklich sind, zum Leben stiften sozusagen und vor allem zum Erhalten von Leben. Ja. Wieder mehr Geld auszugeben, wieder viel mehr in Qualität zu denken und sich Gedanken zu machen, wie ist das hergestellt worden? Denn wenn die meisten Menschen wüssten, wie ihre Nahrung, die sie teilweise konsumieren, hergestellt wird, würden sie niemals verzehren, weil dafür ist die Selbstliebe viel zu groß. Ich habe ja, als ich angefangen habe, Bio-Lebensmittel einzuführen in den Supermärkten bei Tegut, habe ich ein Forschungsinstitut gegründet unter dem Namen Qualis, weil ich gesagt habe, ich möchte wissen, dass das, was ich mache, keine Scharlatanerie ist. Und wir haben geforscht und geforscht und gesehen, was macht den Unterschied aus zwischen einem guten Lebensmittel, sage ich jetzt mal, und einem ja nicht so guten Lebensmittel. Und für die innere Qualität war damals der Begriff Bio eigentlich der Begriff. Und deshalb haben wir den genommen und haben dann daran gearbeitet. Und es ist sehr interessant, wie weit wir da gekommen sind und welche Verfahren wir haben. Inzwischen untersuchen wir die Lebensmittel mit Hilfe von Licht. Das heißt, wir beleuchten sie und schauen, was an Licht zurückkommt, was das Lebensmittel halten kann und was es gar nicht halten kann und was es zurückschickt und was es behält. Ja. Und daraus können wir Schlüsse zum Beispiel auf die Qualität von Lebensmitteln ziehen. Also eine ganz andere Ebene, auf der wir da inzwischen sind und betrachten. Und da machen wir Forschung auf diesem Gebiet inzwischen. Ja, und das ganze Thema beginnt bei der Aussaat, der gesamte Anbau, die Pflege, die Ernte etc. Und dann geht es noch weiter, was in meiner Arbeit zum Beispiel auch eine große Rolle spielt, dann den Menschen zu erklären, nachdem sie die richtige Rohstoffwahl, zum Beispiel euer fantastisches Demeter-Gemüse oder dergleichen gewählt haben, können sie ja noch ganz stark die Qualität der Lebensmittel im Groben wie auch im Feinen beeinflussen durch die Verarbeitung.
Das heißt also, wie wird es jetzt zubereitet? Wie viel Hitze lasse ich ihm zukommen? Wie wird das kombiniert? Lebensmittelkombinationen, ja, das ergibt auf einmal 1 plus 1 ist 3. Da haben wir Synergismen, die da auf einmal entstehen. Dann die Zeit des Verzehrs. Ich sage immer, ist seltener, ist weniger, aber qualitativ hochwertiger. Das ist eigentlich genau der Ansatz. Und die Idee, dass es dann teurer ist, die ist ja längst widerlegt. Ja, sondern wenn wir dann ganz bewusst und wenn wir mal wirklich schauen, wofür wir ständig irgendwo mal 2-3 Euro an der Supermarktkasse noch lassen und würden das mehr in qualitativ hochwertige Lebensmittel stecken, dann können wir feststellen, dass wir nicht viel mehr Geld ausgeben müssen. Ja, wir haben damals untersucht auch Getreide und Getreide, was eben durch Stickstoff spät gedüngt ist. Und man kann sagen, das, was sich vermehrt, sind die Glutamine, aber die essentiellen Aminosäuren nehmen nicht zu. Das heißt, ich habe mehr Masse. Aber ich muss viel mehr essen, um die gleiche Anzahl von den notwendigen Aminosäuren zu haben, die der Körper nicht herstellen kann, diese essentiellen Aminosäuren. Und insofern kann es sein, dass wir vor vollen Tellern sitzen und nicht satt werden, Absolut. Weil uns bestimmte Dinge fehlen, die nicht mehr dabei sind. Ja, und ich glaube, ein Aspekt ist auch ganz wichtig und das ist nicht esoterisch, sondern das ist einfach nur feinstofflich gedacht. Wenn wir essen, dann essen wir eben nicht nur Nährstoffe, sondern wenn wir essen, essen wir auch gleichzeitig die Haltung, mit der Lebensmittel produziert wurden. Das heißt, in dem, was ich esse, steckt auch das Denken zum Beispiel eines profitgierigen Lebensmittelunternehmers, dem es gar nicht darauf ankommt, hochwertige Lebensmittel zu kreieren für das Leben von Menschen, sondern einfach nur sagt, wie kann ich am billigsten produzieren, vielleicht sogar Menschen leiden lassen, die bei dem Anbau unterbezahlt werden und dergleichen mehr. All das steckt in unserer Nahrung drin, das nehmen wir auf. Wir müssen gar nicht immer nur auf die Stresshormone achten, wenn wir jetzt sagen, wie qualvoll ein Rind gestorben ist unter normalen Bedingungen. Wenn es geschlachtet wurde und hat dann Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und sonstige Überschüsse in seinem Fleisch, was wir dann aufnehmen. Sondern schon diese Absicht, mit der eigentlich angebaut wurde, das ist alles eine Kette. Und wir nehmen all das auf. Und wenn wir uns das wieder bewusster machen, dann verändern wir unser Verhalten. Früher wusste man das. Da hat man gesagt, wenn das Essen versalzen ist, war die Köchin verliebt. So sieht's aus. So alte Sprüche gab es früher, dass man wusste, dass da noch anderes mitwirkt. Das ist ja spannend, doch zu schauen, dass es völlig was anderes ist, in welcher Situation ich esse. Bin ich an einem schön gedeckten Tisch? Denke an das, was mir geschenkt worden ist. Oder reiß die Kühlschranktür auf, nimm was raus, stopf's in mich herein und renne weg. Exakt. Völlig andere Wirkung. Ganz bewusst in Achtsamkeit zu essen und auch zu trinken. Mir kommt in dem Zusammenhang zum Beispiel die fantastische japanische Teezeremonie. Ich weiß nicht, ob du mal an einer solchen teilgenommen hast. Das ist wirklich ein Erlebnis tatsächlich. Dort wird dann in ganz besonderen Gefäßen ein besonderer Grüntee serviert. Und dieser Grüntee ist ja auch eine riesige Wissenschaft und Kunst und Kulturgut sozusagen per se. Und dann gibt es vier Gedanken, die man dabei immer mit jedem Schluck, den man sozusagen zu sich nimmt, immer wieder rezitiert, will ich mal sagen, in dieser Haltung. Das erste ist Klarheit. Ja, das heißt, wir nehmen Klarheit zu uns. Das zweite ist Respekt. Das dritte ist Harmonie. Und das vierte ist Stille. Gibt ja den berühmten Spruch, man trinkt Tee, damit man den Lärm der Welt vergisst. Da lerne ich was dazu. Und das ist etwas so Fantastisches. Ich habe das von meiner Frau kennengelernt, die aus diesem japanischen Denken, aus dem Zen-Denken auch kommt. Und wir praktizieren das jeden Tag. Also in der Regel immer so am Nachmittag oder wenn ich in der Praxis gerade bin, habe mal gerade eine Lücke zwischen zwei Patienten und wir sagen, Viertelstunde, 5, 10 Minuten. Man muss nicht viel Zeit dafür aufwenden. Es ist eine völlig neue Lebensqualität, die dabei entsteht, für einen Moment mal innezuhalten und wieder bewusst etwas zu konsumieren. Ja. Und und dann macht es auch Freude, etwas Hochwertiges zu konsumieren. Das lassen wir uns dann auch was kosten. Das ist dann ein besonderer Grüntee und eben nicht wieder irgendwas, was dann gerade mal vom Beutel, weil wir jetzt einen Liter trinken müssen. Man trinkt da keinen Liter von. Ja, das ist auch etwas, was mich immer überrascht. Wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, denke ich, wir müssten eigentlich alle verdurstet sein. Denn heute kann ja keiner mehr über die Straße gehen, ohne nicht eine Flasche Wasser mit in der Hand zu haben. Ich halte das schon für richtig. Ich will da nichts dagegen sagen. Man wundert sich dann nur manchmal, wie man eigentlich groß geworden ist.
Und was man nicht gemacht hat und trotzdem überlebt hat, da kann man sich dann auch freuen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es so eine gewisse Verlegenheit ist, dass Menschen irgendwie ständig nippen müssen und so weiter. Ich meine, wir reden hier auch miteinander, haben ein Glas Wasser nebendran, aber müssen auch nicht ständig nippen. Ja. Obgleich es natürlich klug ist, seine Trinkgewohnheiten zu verteilen. Richtig, auf den Tag. Ja, ja. Keine Frage, wir wollen keine Werbung für wenig trinken machen, aber ja, es ist irgendwie, man muss ständig essen und trinken und immer alles irgendwie parat haben. Also ich glaube, da können wir dem Körper auch mal wieder ein bisschen mehr Ruhe gönnen. Nur auch das kann zur Gewohnheit werden. Ja. Also eine Stunde mal nicht zu trinken in einer Schulstunde, sondern vorher und danach, wird auch ausreichen. Das ist auch eine Ablenkung. Es ist eine Ablenkung, ja. Absolut. Ja, wie schließen wir diese Gedanken ab? Vielleicht will ich noch, ich brauche immer ein bisschen Literatur dazu, darauf hinweisen, dass das interessant ist. Der Goethe hat im Faust 1 versucht, nach einem Erlebnis, wo er sich eigentlich das Leben nehmen wollte, und hat dann gesagt, ich muss das Heilige Testament in meine deutsche Sprache übersetzen. Und dann fängt er an, im Anfang war das Wort, und sagt, ich kann das Wort so hoch nicht schätzen. Und dann sagt er dann, am Anfang war der Sinn. Und nachdem er das überlegt, sagt er, nein, der Sinn ist es auch nicht, es ist die Kraft. Und da ist für meine Begriffe etwas Wichtiges dran in der heutigen Zeit. Es ist eigentlich die Kraft, die die Zukunft bringt und die gestaltet. Und dann sagt er, nein, am Anfang war die Tat. Und da ist er einen Schritt zu weit gegangen, weil dann kommt der Teufel. Der Teufel lief ja schon die ganze Zeit in Form des Pudels rum und dann tritt er aus dem Pudel aus und dann sagt der Faust, das ist des Pudels Kern, nämlich der Teufel. Und interessanterweise, als er sagt, das Wesentliche ist die Tat, das ist ja genau das Gegenteil vom Wort, da sozusagen offenbart sich das Böse. In der Tat ist es dann entschieden. Und da können wir es dann ansehen. Und wir müssen es vorher sehen, in der Kraft. Deshalb sage ich, wenn die Leute sagen, wie wird die Zukunft, dass euch schaut nicht auf das, was ist, schaut auf die Kräfte, die jetzt wirken. Ja. Und so ist das bei den Lebensmitteln auch. Wir müssen schauen auf die Kräfte, die wirken, nicht auf das Produkt an sich. Und diese innere Kraft von Lebensmitteln, zu der hoffen wir, dass wir einen Beitrag geleistet haben, dass der besser betrachtet wird. Und diese japanische Zeremonie, das muss ich doch nochmal bedenken, mit diesem Wort Respekt und Stille da drin, das sind ja Dinge, die uns unbedingt fehlen. Alles Gute bei dem Versuch, aus dem auch etwas zu nehmen fürs eigene Leben. Alles Gute.